Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Die meisten Deutschen sind gegen grüne Gentechnik. Andererseits gibt es aber auch Forscher, die sagen, wenigstens streng kontrollierte Freilandexperimente müssten doch möglich sein, damit wir die Chancen und Risiken der Technologie überhaupt ausloten können. Nach einer Änderung des EU-Rechtes wird es jetzt aber eng für die Befürworter. Dank einer sogenannten Opt-out-Regelung kann der Bundeslandwirtschaftsminister den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen jetzt nämlich einfach verbieten. Und genau das hat Christian Schmidt offenbar vor. Bei den Wissenschaftsakademien regt sich allerdings Widerstand dagegen und der mündete jetzt in eine gemeinsame Stellungnahme, an der auch der Agrarexperte Professor Martin Keim von der Uni Göttingen mitgeschrieben hat. Ich habe ihn vorhin gefragt, was so schlimm wäre an einem pauschalen Anbauverbot von gentechnisch veränderten Pflanzen in Deutschland. Naja, es ist zum einen der Anbau in der Praxis. Aber wenn Sie Forschung betreiben wollen, dann müssen Sie auch Feldversuche betreiben. Und ohne das können Sie nicht testen, ob eine Technologie funktioniert, ob eine Technologie sicher ist. Und Deutschland war traditionell immer mit eines der führenden Länder im Bereich der Pflanzenzüchtung und auch der Pflanzenbiotechnologie. Und dieses Forschungspotenzial, was Deutschland bietet, nun komplett abzuschneiden, das wäre nicht für Deutschland nur fatal, sondern das wäre auch fatal, weil wir nicht mehr ganz, ganz wichtige Zukunftstechnologien zur Lösung globaler Menschheitsfragen beitragen könnten. Nun ist es ja aber so, dass Politiker eben auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass laut Umfragen 80-90% der deutschen Bevölkerung für Nahrungsmittel sind, die ohne den Einsatz von Gentechnik produziert wurden. Wenn Sie Politiker wären, würden Sie doch wahrscheinlich ähnlich handeln und sagen, naja, wenn die Menschen grüne Gentechnik ablehnen, dann handeln wir eben entsprechend. Ja, es ist ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Also die Politiker sagen, sie müssen so handeln, weil die Gesellschaft das nicht will. Aber die Gesellschaft ist natürlich wahnsinnig verunsichert, weil sie durch die Politik auch immer mehr bestärkt wird in ihrer Ansicht, dass das wohl offensichtlich was Gefährliches sein muss. Und das ist ja die weit verbreitete Annahme, dass es sich hier um eine Hochrisikotechnologie handelt. Aber die letzten 30 Jahre inzwischen an Forschung zeigen, dass diese Wahrnehmung falsch ist, dass gentechnisch veränderte Pflanzen also keineswegs prinzipiell gefährlicher sind als konventionelle. Und insofern wäre es schon auch Aufgabe der Politik, nicht nur einfach populistisch auf das zu reagieren, was an öffentlicher Meinungsmache eben existiert, sondern auch einige Dinge einfach aus wissenschaftlicher Perspektive klarzustellen. Das heißt, zugespitzt formuliert, die Bevölkerung hat Angst vor etwas, vor dem sie sich aus wissenschaftlicher Sicht, nach aktueller wissenschaftlicher Erkenntnis, nicht fürchten müsste. Ja, genau so ist das. Was wäre denn Ihr Wunsch? Was sollte Europa tun? Was sollte die Bundesregierung tun? Was die Bundesländer, um diese aus ihrer Sicht unbegründete Angst vielleicht in den Griff zu bekommen? Naja, zunächst mal ist es natürlich wichtig, Fakten klarzustellen, nämlich dass es sich nicht um eine Hochrisikotechnologie handelt. Das ist der eine Aspekt. Aber dass etwas sicher ist, ist natürlich alleine noch nicht ausreichend Argument dafür, dass etwas auch tatsächlich weiter betrieben werden sollte. Das heißt also, wichtig ist natürlich auch die Nutzenpotenziale und der tatsächliche Nutzen, den die Gentechnik anderswo in der Welt schon bringt, auch zu realisieren. Denn es gibt ja umfassende Studien, die belegen, dass gentechnisch veränderte Pflanzen beispielsweise in Indien und China, aber auch in Nord- und Südamerika zu Ertragssteigerungen beiträgt, dass es dazu beiträgt, dass weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden müssen. Also bei jeder Technologie geht es ja immer um Risiko und um Nutzen. Es ist schon wichtig, dass man sich Risiken anschaut, aber die müsste man sich für den Einzelfall anschauen und nicht pauschal ablehnend eine Technologie, die letztendlich eben nicht als Technologie gefährlich ist. Sie plädieren dafür, also im Einzelfall genau hinzuschauen und nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten. Ja, also ich finde die Opt-out-Klausel, die jetzt auf europäischer Ebene erlassen wurde, sinnvoll. Also es kann natürlich immer sein, dass einzelne Länder aufgrund unterschiedlicher Präferenzen und Ansichten auch zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen, ob sie etwas wollen oder nicht. Nicht, ob etwas sicher ist oder nicht. Das kann ja nur wissenschaftlich beantwortet werden, aber ob sie etwas wollen oder nicht.
Und insofern finde ich das völlig unbedenklich, wenn bei einer ganz konkreten Anwendung ein Land mal sagt, ja, das machen wir, und ein anderes Land sagt, nee, das wollen wir nicht. Aber das ist natürlich was ganz anderes, als pauschal und permanent eine Technologie zu verbieten. Und das ist das, was nun tatsächlich das ist, wo wir uns aus wissenschaftlicher Sicht gegen wehren. Nun gibt es eben zahlreiche Kritiker, die sagen, naja, die Bilanz der grünen Gentechnik, die sieht nicht ganz so positiv aus, wie Sie das sagen, mal vorsichtig formuliert. Sie und Ihre Kollegen ihrerseits argumentieren, naja, aber der weltweite Trend bei der Pflanzenzüchtung, der geht ganz klar in Richtung grüne Gentechnik. Und Sie argumentieren auch, dass es 100% gentechnikfreie Lebensmittel ja sowieso schon gar nicht mehr gibt, weil eben viele Futterpflanzen wie Mais und Soja zum Beispiel in der Regel gentechnisch manipuliert sind. Heißt diese Argumentation aber letztlich nicht nur, naja, die Industrie hat Fakten geschaffen und da können wir jetzt nicht mehr dran vorbei. Braucht man nicht eine klügere Strategie, um die Kritiker vielleicht doch zu überzeugen, dass es sich lohnen könnte, gezielt Forschung in einzelnen Feldern zu betreiben auf dem Gebiet? Naja, ich meine, ich hatte ja angesprochen, dass es schon erhebliches Nutzenpotenzial gibt. Und das, was wir heute beobachten, also diese herbizidtoleranten Sojapflanzen, ja, das wird nicht die Rettung der Welt sein, aber das ist ja auch erst der Anfang der Technologie. Inzwischen werden in Feldversuchen stickstoffeffiziente Pflanzen angebaut, die hohe Erträge bei viel niedrigerem Düngemitteleinsatz erreichen könnten. Es werden trockentolerante Sorten angebaut, die auch in weiten Teilen Afrikas die Erträge auch vor dem Hintergrund von Klimawandel erheblich steigern und sichern könnten. Und das sind natürlich Technologien, die sind gerade vor dem Hintergrund von Armutsbekämpfung und Hungerbekämpfung und Klimawandel ganz zentral. Also aus meiner Sicht wäre das töricht, diese Möglichkeiten und diese Potenziale einer Technologie komplett zu negieren. Im Übrigen ist es nicht nur die Futtermittel, die gentechnisch verändert sind. Wir alle nehmen täglich mit Gentechnik hergestellte Produkte zu uns, weil eine ganze Reihe von Enzymen, die in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden, aus gentechnisch veränderten Mikroorganismen stammen, wie Hefen und Pilze. Da hat niemand was gegen. Das ist aber natürlich letztlich nichts anderes. Und deswegen ist es irgendwo nicht konsistent, auf der einen Seite von Frankenstein-Food zu reden und auf der anderen Seite Dinge stillschweigend hinzunehmen und nichts dagegen zu haben, die aber letztendlich nichts anderes sind. Und hierum geht es, einfach ein Stück weit auch Transparenz reinzubringen. Ich wäre übrigens sehr für eine umfassende Kennzeichnung aller Lebensmittel, auch derer, die mit solchen Enzymen hergestellt wurden, weil dann der Verbraucher sehr schnell erkennen würde, Mensch, ich bin damit täglich konfrontiert und bin bisher noch nicht tot umgefallen. Also kann das doch so gefährlich, wie das von einigen Gruppierungen gerne dargestellt wird, gar nicht sein. Ein wichtiges Argument, was Kritiker grüner Gentechnik vorbringen, ist ja, dass man ähnliche Ziele wie die von Ihnen angesprochenen durchaus ja auch erreichen könnte mit konventionellen Züchtungsverfahren. Was spricht da eigentlich dagegen aus Ihrer Sicht? Da spricht überhaupt gar nichts gegen, aber einige Dinge lassen sich sehr viel langsamer, weniger effizient erreichen. Andere Ziele lassen sich gar nicht erreichen. Letztendlich, wenn man die Ziele gut heißt, dann ist es doch höchst seltsam zu sagen, aber dieses Werkzeug benutze ich nicht, weil ich ein anderes Werkzeug besser finde. Denn am Ende sind es die Produkte, die wir bewerten müssen. Und wenn es um Nutzen und um Risiken geht, dann sind es auch die Produkte, also die Sorten, egal wie sie erzeugt wurden, die Nutzen oder eben auch Risiken mit sich bringen. Zur Stellungnahme der Wissenschaftsakademien zur grünen Gentechnik. Informationen, Hintergründe und Einschätzungen von Professor Martin Keim von der Uni Göttingen.